Willkommen zurück. Nachdem Cullen jetzt sich ein bisschen beruhigen muss, gehen wir mal in Richtung unseres Freundes Cole. Mit dem nochmal ein bisschen labern. Und dann mit Sarah, dann mit dem Eisernen Bullen. Je nachdem, damit sie uns halt erzählen, was sie davon halten, wie wir alles gelöst haben. Wer ist denn das? Lord Triffles, Minitude, irgendwas. Inquisitor, ihr habt viel getan. Den Mumm für die Quizquisition. Was? Und schon geht es los. Wir brauchen nur noch einen Zeitmesser. Der Glaube der Kirche basiert auf dem enigmatischen Erbauer und seiner Braut. Nennt mir ihren verräterischen Ehemann. Wow. Kein Interesse verschwindet. Quarren, Allison, nachforschen. Der gemeine Nack, Mephoret, Miratus, Fex. Schlacht der quiekenden Ebene. Besonderes. Dumat, Rivain, Uthamalel, Kun, Kuslun. Ach du Scheiße, der fragt mich ja wirklich. Wie hieß der Ehemann? Alethan? Nein. Nein, keine Ahnung. Mafferat? War das Mafferat? Quarren? Allison? Ah, wie hieß der Mann? Ich hab die Geschichte gelesen. Verdammt. Und der Mafferat? Mafferat ist die richtige Antwort. Korrekt. Ja. Gut gespielt. Wir fahren fort, wenn ich Zeit habe. Und der Wind mich ruft. Wow. Schäm dich. Also der hat mir jetzt eine Frage gestellt einfach und das war es jetzt schon. Okay, für was? Was ist das für ein komischer Vogel? Nein. Aber ihr mögt Dämonen. Ich genieße die Gesellschaft von Geistern, ja. Und genau das ist auch einer der Gründe, warum ich sie nicht missbrauche, indem ich sie binde. Es ist kein Missbrauch, wenn ich darum bitte. Das ist nicht immer wahr. Außerdem praktiziere ich keine Blutmagie, was diese gesamte Unterhaltung gegenstandslos macht. Er will mich nicht binden. Er ist ein Magier und er mag Dämonen, aber er will mir nicht helfen. Ist das euer Ernst? Wir haben gerade erst mit angesehen, wie die Grauen Wächter versuchten, eine Dämonenarmee zu erschaffen. Und da wollt ihr, dass Solus euch bindet? Er muss es tun! Wenn mich Solus nicht durch ein Ritual bindet, könnte es jemand anderes tun. Jemand wird es tun, wie die Wächtermagier. Und dann bin ich nicht mehr ich. Wände um das, was ich will. Beengend, blockierend, blutend. Es macht mich zu einem Monster. Das kann uns allen passieren. Ein Magier, der Blutmagie einsetzt, wäre in der Lage, das jedem von uns anzutun. Menschen ebenso wie Dämonen. Dann solltet ihr Solus bitten, euch auch zu binden. Und dann kann jemand ihn binden. Also bindet jeder. Das war am Schluss einen gesamten Strick aus Gebundenen. Alles klar. Wir werden euch beschützen. Wir werden einen Weg finden, euch zu schützen, Cole. Auch ohne, dass ihr dafür gebunden werden müsst. Ich hätte einen Vorschlag, falls Cole bereit ist, mir zuzuhören. Es gibt Geschichten über rivainische Seherinnen, die bestimmte Amulette nutzten, um die von ihnen beschworenen Geister vor anderen Magiern zu schützen. Ein Geist, der ein solches Amulett der Befreiung trug, war immun gegen Blutmagie und Bindungszauber. Es sollte also auch Cole schützen. Und mit den Möglichkeiten der Inquisition müsste sich ein derartiger Talisman finden lassen. Gut. Sie werden mich nicht kriegen. Ein Amulett für Cole. Auf jeden Fall. Ich finde den faszinierend. Das ist... Sie beenden den Frieden, der ein
Was hast du getan? Der Alt, den du schworst, ist nicht länger von Wert. Alles zerbricht, Asche steigt auf. Sie verdunkelt die Sonne, die einst unser war. Freund oder Feind, der Erbauer weise. Freund oder Feind, nur der Bauer weise. Die Festung hält stand, die Armee neu geboren. Ihr Vorstoß beginnt, was wird nun aus uns? Wird man dir vergeben, wenn das kalte Grab ruht? Oder wirst du obsiegen, wenn die Schlacht weiter tut? Verzeihung, ich war von diesem Lied gerade etwas hypnotisiert. Heilige Scheiße. Inquisitor! Hallöle. Inquisitor. Hallo Ratte. Inquisitor. Ach verdammt. Hat er nicht nochmal irgendwo froh, einer? Dass der Champion mit den Wächtern gegangen ist? In Kirkwall gab es auch Wächter. Oh Scheiße, nicht schon wieder. Nein, für uns. Sarah. Sarah, wegen Adamant und dem, was im Nichts passiert ist. Wow. Guter Schlag, aber was soll das? Nee, womit habe ich das verdient? Was sollte das denn? Habe ich irgendwas angestellt? Haltet den Mund und hört mir zu, ja? Macht das nie wieder, verstanden? Alle tun so, als hätte das Ganze einen Sinn ergeben. Dämonen, Visionen, der ganze Mist. Aber das Nichts ist nicht real. Und ich habe nichts gesehen. Nichts. Sie waren wie kleine, leere Hüllen, als gäbe es in der Dunkelheit nichts. Kein Sinn. Albern, was? Ich weiß gar nicht, wovor ich Angst hatte. Hätte ich doch auch nur Spinnen gesehen. So wie ihr. Habt ihr Angst vor Spinnen? Vor allen? Auch vor ganz kleinen? Nun, nein. Nur vor Riesenspinnen. Nein. Eigentlich nur vor gefährlichen Riesenspinnen. Oh, das ist gut. Kleine Spinnen gibt's nämlich überall. Aber das ist ohnehin alles Mumpitz. Wir reden hier über Fantastereien, während reale Leute gestorben sind. Vermutlich. Stroud zum Beispiel. Das ist ein schwerer Verlust. Und was kriegen wir im Gegenzug? Eine Horde verrückte Wächter. Die haben sie doch sowieso nicht alle. Normalerweise passiert erst irgendeine Scheiße und dann freuen sich alle, wenn der Held die Bühne betritt. Bei Wächtern ist es andersrum. Wenn sie auftauchen, weiß man, dass gleich was Schlimmes passiert. Wie in Denerim am Ende der Verderbnis. Woran erinnert ihr euch? In Denerim ist viel passiert. Was habt ihr gesehen? Die Leute haben viel von diesem Wächter erzählt, der bei einem großen Kampf gestorben ist. Oder auch nicht, das habe ich vergessen. Der Held von Ferelden? Ihr habt den Helden von Ferelden vergessen? Das ist ewig her, 10 Jahre. Ich habe damals noch mit Bauklötzen gespielt und geklaute Sachen vergraben. Ich weiß noch, dass viele Leute eher die Magie fürchteten, nicht die Verderbnis. Und Wächter waren eine gute Entschuldigung für verschwundene Sachen. Blackwall ist trotzdem nett. Ganz anders als das Gesocks in Adamant. Wir bräuchten mehr Männer wie ihn. Das ist wahr. Ihr habt ein Problem. Das da drüben ist eine volle Taverne, aber alle trinken allein. Halten sich wegen der Inquisition für was ganz Besonderes. Ich kann's nicht leiden, wenn alle jammern. Außerdem stolpern sie in ihre Schwerter, bevor Cori Funke sie schubsen kann. Spielen wir ihnen einen Streich. Halten wir sie ein bisschen zum Narren. Seid ihr dabei? Nun, sollte der Inquisitor das tun? Oder, nee, was soll das bringen? Mir ist nicht ganz klar, warum ich meine Leute verärgern sollte. Seht mal, ihr habt für alles Experten. Und ich erkenne eine Horde grüblerische Langweiler, wenn ich sie sehe. Natürlich werden sie maulen, aber in Wirklichkeit werden sie denken: Danke, dass ihr mich vom Ende dieser blöden Welt abgelenkt habt. Kommt schon. Mit euch kann man Spaß haben. Nur wir beide? Wisst ihr... Oh Gott, nein, falsche Erinnerung. Macht euch keine Hoffnungen. Ihr seid nicht mein Typ. Euer Ding ist nicht mein Typ. Kommt ihr jetzt oder nicht? Na gut. Geht ihr voraus?
Was, wirklich? Ja, wirklich. Ich wusste, ihr seid anders. Gehen wir. Oh mein Gott. Schön. General Steif ist nicht da. Seht euch um. Findet etwas, das wir anstellen können, damit eure Soldaten was zu lachen haben. Was, der Schreibtisch? Ah ja, Zentrum des Reichs und so. Was jetzt? Was jetzt? Ich untergrabe Karl nicht. Ich wollte Spannungen abbauen, nicht meinen General untergraben. Was denn? 2 Minuten, in denen nicht alles so verflucht perfekt ist, machen alles kaputt? Ihr müsst dafür sorgen, dass die Leute ihre Anführer nicht hassen, indem ihr sie daran erinnert, dass sie nichts Besonderes sind. Aber schön, vergesst es. Gehen wir einfach weiter. Tja, sie müssen aber auch Respekt vor ihm haben. So, Josephine. Also schön, kleine Lady Zimperlich. Sucht irgendwas, das ihr am Herzen liegt. Was, nur die Tür? An der sie jeden wichtigen Schwachkopf begrüßt? Ja. Also schön, was machen wir? Also schön, Sarah. Was habt ihr im Sinn? Besorgt einen Eimer. Ein Klassiker, oder? Ein einziger geduschter Anführer sorgt in der Küche wochenlang für Frohsinn. Bei den Putzfrauen weniger, schätze ich, aber was soll's. Das wird lustig. Oje. Böses Terrain. Was ist das? Eine verschlossene... Nein, lieber nicht. Ihre Geheimnisse interessieren mich nicht. Ich will nur meinen Spaß. Wir könnten ihren Boten Rülpswasser... Nein, Vögel furzen nicht, aber sie flattern und, Wer ist da oben? Lauft. Los! Das wiederum war lustig. Ihr seid lustig. Manchmal jedenfalls. Mehr als die meisten. Dadurch wirkt ihr normal. Wenn ihr immer nur den Herold spielt mit ernster Miene und so, dann klingt ihr ziemlich unheimlich. Das funktioniert zwar allerdings nicht lange. Nun, Hauptsache, sie sind beflügelt. Nein, ich muss respektierlich sein. Ich muss jemand sein, zu dem die Leute aufsehen. Jemand, den sie respektieren können. Seid ihr ihr Anführer oder ihr Vater? Schon möglich, dass einige von ihnen das wollen. Es liegt ganz bei euch, o Herold von Sondersgleichen. Egal, hat Spaß gemacht, Inquisitor. Ihr! Oh, scheiße. Ihr wart es. Sorry, Josephine. Unser Held erfolgte dem steinigen Pfad, kühn trotzend aller Niedertracht. Er machte Rast an düsterem Ort, doch das Monster kam. Ach ja. Ein Mann wie er, voll Blut und Sinn. Ihr seid zurück? Schön. Gut, das war's dann auch schon wieder bei ihr.